So, und da sind wir wieder Seeheim. Und Seeheim hat sich wieder aufgepäppelt. Oh, was ist das denn? Seeheims Waren wurden an mehrere Märkte verteilt. Aha. Interessant. Durch den Brand wurde Seeheim überall bekannt. Jeder kauft nun Waren aus Seeheim. Ah ja, so funktioniert auch eine Wirtschaft. Nach dem Brand gab ich Seeheim keine Chance mehr. Doch nun weiß ich, dass Wille und Hoffnung Wunder bewirken können. Ja. So. Dann spreche ich jetzt nochmal Will an. Nein, das war falsch. Will, wo bist du? Kann auch sein, dass er oben jetzt irgendwo ist. Oder auch gar nicht. Hä, wo ist Will? Bin ich jetzt doof dafür oder was? Okay, jedes Haus nochmal abstürmen. Nein. Will, wo bist du? Ah ja, hier ist auch ein Tourismus. Gut. Dann werde ich hier auch mal die Bilder zeigen. Aus Loa. Aus Liberia. Und aus der Goldküste. Gut. Mann, wo ist Will? Der muss doch hier irgendwo auch sein. Oh, was seid ihr denn für Leute? Seeheim wird die sicherste und schönste Stadt der ganzen Welt. So können wir jedes Feuer sofort im Keim ersticken. Ah ja, das wird wohl die Feuerwehr sein oder so was ähnliches. Wir sorgen dafür, dass sich so eine Katastrophe nie wiederholen kann. Wir bauten eine Brandwache und gründeten eine Bürgerwehr. Ja. Und was bist du? Erinnerst du dich? Ich bin Jürgen, der geniale Koch. Inzwischen gibt es überall Jürgen-Restaurants. Los, schau es dir an. Okay. Was steht da? Mick Burger. Oh. Mick Burger. Mhm. Def Mick, ich wusste gar nicht, dass du ein Restaurant hast. Geil. Dürfen wir auch essen? Willkommen, alles kostet 10 Taler. Nur... mein Lächeln ist umsonst. Oh, das ist aber großzügig. Hm, was nehmen wir? Burger, Cola, Pommes oder ein Lächeln? Ja, erstmal ein Burger. Magst du Pommes frites? Klar. Möchtest du eine Cola? Jo. Es dauert einen Moment. Nimm Platz und warte einen Augenblick. Okay. Hm. Ja, ich kann jetzt nichts machen. Und da ist schon die Bestellung. Sehr gut. Oh, das sieht lecker aus. Tut mir leid, dass es ein wenig gedauert hat. Mmm, yum, 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 yum. Alles auffuttern. Und Cola. Und Burger. Und Pommes frites. Und mmm, lecker. Danke. Oh, ich bedanke mich sogar. Ist ja herrlich. Leider gibt es kein Würstelgulasch mehr. Naja, aber dafür Hamburger und Pommes frites. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Und eine Cola. Ist doch alles herrlich. Aber ich finde immer noch nicht Will. Wo ist denn der jetzt? Der muss doch hier irgendwo sein. Hä? Nee, jetzt gehe ich wieder raus. Sag mal, wo hat er sich versteckt? Oder ist er hier im Hotel? Das kann auch sein. Nee, das ist ein Händler. Bist du Heinz? Ja. Dadurch werden auch die Menschen von neuem Mut beseelt. Die Entwicklung dieser Stadt verläuft völlig normal. Wie es weitergeht, entzieht sich meine Kenntnis. Gut, Seeheim haben wir auch auf 100%. Sehr gut. Jetzt fehlt uns nur noch Ahola und die Goldküste, die wir 100%ig machen müssen. Moment, rechts war ich noch nicht. Nee. Oh, Will. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt Will unbedingt jetzt nochmal ansprechen muss. Ich glaube... ah, ich guck mal, ob sich jetzt was getan hat in... Australien. Nee, so. Und... yeah!
beschleunigen. Bitte sag ja. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, endlich. Okay. Jetzt müssen wir hier ins... Ne, wir müssen jetzt erstmal das Mittel ausrüsten. Und dann müssen wir hier ins Hotel und hier müsste jetzt ein erkranktes Mädchen sein. Irgendwo. Nein, ein Mädchen muss das sein. Oder war das doch der Mann? Okay, Moment mal. Oh, ist diese Medizin etwa gegen Fieber? Hä? Hm, na okay, ist egal. Dann war das doch ein Mann. Tut mir leid. Gibst du sie mir? Hier, nimm. Na klar, hier, nimm es. Ich bin froh, wenn ich helfen kann. Danke. Ich werde mich bei dir revanchieren. Ah ja, ich gebe dir das hier. Wir fanden es am Strand. Wir erhalten den Wasserzauber. Cool. So heiß mir ist. Furchtbar warm, wahrscheinlich. Gut, jetzt müsste das jetzt auch abgehakt sein. Jetzt müsste Ahola auch hundertprozentig sein. Apropos, warte mal. Jetzt muss ich hier allerdings erstmal Heinz finden, damit ich sicherstellen kann, dass die Goldküste auch auf 100% jetzt ist. Allerdings, wo ist der jetzt? Jetzt dürfen wir ihn garantiert auch wieder suchen. Heinz, wo hast du dich versteckt? Okay, wieder jedes Haus. Ah ja, bitte sei Heinz. Ja, okay. Okay, ja, haben wir auch auf 100%. Super. Jetzt fehlt nur noch Ahola und dann... Ja, haben wir die Städteentwicklung erfolgreich beendet, meine lieben Zuschauer. Gut. Ahola. Ja, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich jetzt in den Wald hier reingegangen bin. Versprochen. So, nach Ahola. Ahola. Und Ahola hat sich noch nicht weiterentwickelt. Warum das denn? Ja, wir haben zwar jetzt noch ein Fiebermittel erhalten, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Warum hat sich jetzt Ahola noch nicht weiterentwickelt? Die Ölsardine haben wir abgegeben. Den Bergkristall haben wir auch abgegeben. Und das Fieber haben wir doch jetzt auch gerade gemacht. Hä? Jetzt ist wieder so eine Situation, wo ich das, glaube ich, gleich wieder auscreen machen muss. Toll. Oder noch eine Idee hätte ich noch, dass wir... ganz kurz noch Australien wieder fahren. Und dann nochmal den Bürgermeister ansprechen. Vielleicht sagt er uns jetzt was Neues, damit sich Ahola jetzt auch weiterentwickelt. Das wäre super, wenn ja. Aber jetzt dürfen wir den auch erstmal finden. Den Bürgermeister. Ah ja. Bist du der Bürgermeister? Durch die vielen Besucher ist meine Stadt sehr berühmt geworden. Ja. Wir haben dir viel zu verdanken. Wenn du willst, gehört der Stein dir. Vielen Dank. Achso. Hinter ihm latschen und dann bekommen wir ihn schon. Sehr gut. Nee, auch nicht. Wie kriegen wir Ahola jetzt auf 100%? Oder ich spreche mal kurz in Ahola den Heinz an. Vielleicht sieht die Stadt so aus, ist aber dann auf 100%. Das kann ja auch sein.
Dann sprechen wir nochmal den Heinz schnell an. So. Mal gucken, wie viel Prozent Ahola jetzt erreicht hat. Okay. Doch, 100%. Wir haben es geschafft. Okay, dann war es das auch. Okay, somit haben wir jetzt alles geschafft mit der Stadtentwicklung, meine lieben Zuschauer. Und ja, wie gesagt, ich habe euch ja versprochen gehabt, dass ich jetzt nun die Ringe hole. Naja, zumindest jetzt von jedem Ring einen zumindest. Aber ich werde die Ringe aber auch beim Endboss jetzt nicht benutzen. Also wenn ihr die Animation unbedingt sehen wollt, dann dann spielt das Spiel selbst. Ihr könnt das ja dann auch per Emulator dann spielen. Ihr müsst nur dann den Emulator installieren und dann das jeweilige Spiel, oder jetzt in dem Falle Terranigma, euch herunterladen und dann habt ihr das Spiel und dann könnt ihr das auch nachspielen und ja, dann könnt ihr halt die Animation selbst dann herausfinden. Das überlasse ich euch dann. Also, wir haben jetzt 57 Kristalle. Ja, das dürfte eigentlich an sich reichen. Geld haben wir da auch noch genug, ne? Ja, gut. Dann melde ich mich gleich wieder. Ich werde die Ringe mal ganz kurz offscreen holen. Bis gleich. Und wir sehen uns dann gleich vor der Erdspalte wieder, weil wir müssen jetzt wieder nach Krysta zurück, bei der Unterwelt. Wir haben ja hier alles erledigt jetzt in der Oberwelt und wir sehen uns gleich wieder beim Erdspalt. Bis gleich.